Sie ist eine der erfolgreichsten Wiener Operetten, Franz Lehár's Der Graf von Luxemburg. Der Held des Stücks ist ein verarmter Graf, der sich überreden lässt, seine Finanzen durch einen Heiratstrick aufzubessern. Hierzu lässt er sich auf einen Deal mit dem russischen Fürsten Basil Basilowitsch ein. Hauptdarsteller Kai Stiefermann, der ab Freitag Bosch Guvus als Fürst von Luxemburg ablösen wird, freut sich, Teil der Inszenierung zu sein. Freut mich sehr, weil ich die Inszenierung für sehr gelungen halte. Ich finde sie sehr unterhaltsam und auch das Genre Operette bedienend, ohne sich anzubiedern, finde ich. Also mir hat das beim Zuschauen sehr viel Freude gemacht und deswegen freue ich mich, ein Teil davon sein zu dürfen. Im Stück heiratet Stiefermann als Graf von Luxemburg Angèle Didier, gesungen von Romana Noack, verspricht aber dem russischen Adligen, sich nach 3 Monaten von Angèle wieder scheiden zu lassen, damit dieser wiederum sie heiraten kann. Romana Noack, die ebenso wie ihr Kollege Stiefermann erst am Freitag einsteigt, weiß die Operette zu schätzen. Also es ist für mich eine neue Operette von Lehár. Ich habe schon viele Operetten von Lehár gesungen, aber noch nie den Graf von Luxemburg. Und das ist eine Operette mit besonderer Musik. Das ist nicht so der typische Lehár, sondern ein bisschen moderner. Also außerdem ist es einfach eine schöne Rolle, eine schöne Figur, eine vielschichtige Figur. Ja, da freue ich mich drauf. Während sich die Figuren im Stück vor der Hochzeit nicht kennen, sind die beiden Darsteller einander bekannt. Es ist sehr schön, dass wir uns nach so vielen Jahren, sind jetzt ja doch 5, 6 Jahre her, dass wir gemeinsam hier gesungen haben, wiedersehen. Wir kennen uns auch noch viel länger, weil wir auch an der gleichen Musikhochschule studiert haben und uns dort auch ab und zu mal über den Weg gelaufen sind. Und für mich ist das schön, ich bin jetzt fast 20 Jahre in dem Beruf und es ist immer wieder schön, dass man auf Kollegen trifft, mit denen man auch schon mal gemeinsam gesungen hat. Das macht Spaß. Romana Noack hat unter anderem bereits Rollen in Mozarts Don Giovanni oder Der Barbier von Sevilla übernommen. Doch was ist denn das Besondere an der neuen Figur? Erstmal musikalisch ist es eine sehr vielschichtige Rolle. Einmal sehr frech und jung und frisch und witzig. Und dann wird sie doch sehr romantisch und vielschichtig, geradezu wehmütig. Das Genre Operette schreckt oft noch einige Besucher ab. Kai Stiefermann glaubt, dass es sich dennoch lohnt. Also an der Operette ist, glaube ich, das Besondere, dass diese Thematik, um die es immer geht, ist halt immer, sind Standesunterschiede zwischen den Protagonisten und wie sie umschifft werden, alles aus einer sehr speziellen zeitlichen und historischen Komponente, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts, so. Was für uns heute ein bisschen fremd ist, weil es das für uns nicht mehr gibt. Ja? Wenn man heute ein Fürst oder ein Royal ist, dann kann man also eine bürgerliche heiraten, das war früher eben anders. Bleibt am Ende nur noch zu klären, warum sich die Zuschauer den Graf von Luxemburg nicht entgehen lassen sollten. Ah, das ist einfach ein super Stück, eine spritzige, schöne Inszenierung, herrliche Kostüme. Wir haben Ballett, wir haben alles, was das Herz begehrt, wenn man sich 3 Stunden circa gut amüsieren möchte. Ja, mit schöner Musik und tollen Kollegen und tollem Orchester. Ob es tatsächlich zum Happy Ending kommt, können Sie im Theater Duisburg sowie im Opernhaus Düsseldorf bis Juni 2017 herausfinden.